Seit 1980 lassen es Halloween bereits krachen. Und was für Veränderungen brachte diese Zeit für die Hamburger, außer sich auf dem internationalen Heavy-Metal-Markt etabliert zu haben? Der das neue Gitarrist da, der anders Songs schreibt, der nicht spielen kann, anders Gitarre spielt, das ist schon mal ein Unterschied, finde ich. Ja, das war meine. Ne? Erzähl, was du so als Unterschied hast. Ich finde, der große Unterschied ist, dass da irgendwie ein anderer Gitarrist ist, ein neuer, und dass der irgendwie auch ganz anders spielt. Und dann ist da noch ein alter, der spielt auch ganz anders. Und dann ist da ein Sänger, der singt. Ja, deine Meinung? Meine Meinung ist die, also wir alle sind mit den, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber das ist gerade sehr wichtig. Genau, und jetzt Markus. Nach den erfolgreichen letzten beiden Alben, Keeper of the Seven Keys, Part 1 und 2, veröffentlichten Halloween im April ihr aktuelles Werk, Pink Bubbles Go Ape. Um 12 Jahre lang produktiv und kreativ zu sein, ist das oberste Gebot bei einer fünfköpfigen Band, sich in grundsätzlichen Dingen einig zu sein. Und das ist bei Halloween mit Sicherheit der Fall. Die ursprüngliche Idee, die war von mir. Ich kam auf Pink Bubbles. Ich hätte Pink Bubbles gesagt. Ja, ja, jetzt war das wieder seine Idee. Das ist er will immer alles auf sich ziehen. Ach, ich hatte mit ihm telefoniert. Und habe gesagt, Pink Bubbles go wild. Ich habe mit dir telefoniert. Und dann kam er auf Ape. Moment mal, wir haben telefoniert. Nein. Und dann kam ich. Okay, also wir hatten die Idee zu dem Titel und dachten uns einfach gemeinsam, wir wollten mal etwas ganz Blödes machen. Zusammen.